Hinter einer maroden Tür auf renovierungsbedürftigen Wänden hängen Werke aus aller Welt. Ob irakische, ungarische oder äthiopische Künstler, sie alle sind nach Wien gekommen und haben ihre Arbeiten größtenteils direkt vor Ort produziert. Was sie alle verbindet, ist Lisa Birds Art Collective, ein Künstlerkollektiv, das von der Kunstmanagerin Lisa Kandelhofer initiiert wurde. Mit dieser Plattform ist sie momentan am Puls der Zeit, denn weltweit erkennt man gerade den Trend der Kollektivbildung. Vom 26.11. bis 15.12. lädt die Grazerin in den zweiten Bezirk Wiens ein, um das Ganze näher vorzustellen. Ihre Idee dahinter ist die, dass sich die neuen und frischen Künstler und die bereits etablierten gegenseitig inspirieren. Leute können aber auch das ständig besuchen, also zumindest die Members, und aber auch junge Designer herzuholen, Wirtschaftstreibende und diesen Dialog irgendwie zwischen den Künstlern und auch der Wirtschaft irgendwie zu fördern. Mit ihren 25 Jahren hat Lisa Kandelhofer schon viel erlebt. Sie hat sich ein weites Netzwerk an Kontakten in der globalen Kunstwelt aufgebaut und sich mit dem Lisa Birds Art Collective auch einen klingenden Namen in der Kunstszene erarbeitet. Wien ist natürlich viel kleiner noch, aber ich glaube auch, dass Wien sehr viel Potenzial hat, auch als Drehscheibe im Osten, und dass sich da in den letzten 4 Jahren auch sehr viel getan hat. Das heißt, mal, was ich in Wien war, war vor 5 Jahren, mal für 3 Monate, und jetzt, wo ich wieder zurückgekommen bin, merke ich einfach, dass es viel internationaler wird. Und ich glaube, dass man auch noch als junge Galerie die Möglichkeit hat, hier was zu verändern und auch mal Aufsehen zu erregen, was in New York, London oder Berlin sicher nicht schnell so möglich ist. Einer der Maler ist der Äthiopier Jared Nigusu. Fast hätte der Künstler, der momentan in Kanada lebt, es wegen Visaproblemen gar nicht zu der feierlichen Eröffnung geschafft. Ein großer Teil von Jared Nigusus Bildern sind Porträts eines Kindersoldaten. Eine Begegnung, die sich folgendermaßen abspielte. Actually, once I met him and he told me about his history, and that's why I was really concerned about that, about his life. And that's why I started, and that painting is always talking about the other life of, you know, other parts of the world. Auch der Österreicher Foker war bei Lisa Birds Art Collective vertreten. Foker sagt von sich selbst, er sei ein Künstler, der durch jeden Moment, jede Emotion in seinem Leben inspiriert wird. Ich habe mir irgendwann vor einigen Jahren überlegt, wie man das Ganze bezeichnen könnte. Ja, wenn man natürlich immer wieder gefragt wird, wie malst du, dann versucht man sich mit anderen Dingen zu vergleichen. Und irgendwann gesagt, das möchte ich nicht mehr. Und habe mir überlegt, was macht das aus? Es ist dynamisch, es ist emotional, es geht um den Moment, ja, es geht nicht ums Detail, und dann bin ich, es ist realistisch. Und irgendwann ist ein Ausdruck entstanden für mich, der heißt jetzt ein Spontan und Realismus, und habe dann eigentlich meine eigene Stilrichtung gegründet, und die nenne ich Spontanrealismus, und das ist es eigentlich, was es ist. Und ich glaube, ein Bild soll für sich sprechen, und das drückt es, glaube ich, aus und bringt es für mich auf den Punkt. Lisa Birds Art Collective ist bis 15. Dezember, Dienstag bis Sonntag, von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Diese Galerie ist ein heißer Tipp für all jene, die eine Kunstbegegnung der persönlichen Art suchen.